Unsere Depots marschieren von Allzeithoch zu Allzeithoch und deines als Aktienfindermitglied vermutlich auch. So sehr wir uns über die Kursgewinne freuen, stellt sich dennoch die Frage, welche Aktien jetzt noch günstig bewertet sind. Doch keine Sorge, in diesem Video stelle ich dir eine günstig bewertete Qualitätsaktie aus der zweiten Reihe vor, die außer mir und gleich auch dir selbstverständlich kaum ein deutscher Investor auf dem Radar hat. Herzlich willkommen, mein Name ist Thorsten Tiete. Geht es um Qualitätsaktien? Wir profitieren von langfristig steigenden Kursen und Dividenden. Das machen wir hier mit unseren Echtgelddepots. Das Starterdepot, da hat jetzt die 10.000 Euro Kursgewinne geknackt auf den aktuellen Bestand. Es lädt gerade, ja, da ist es schon 10.620 Euro jetzt hier im Plus auf die bestehenden Positionen, über 2.000 Euro Dividende. Hier investieren wir ja in 20 Qualitätsaktien. Dasselbe machen wir mit dem Digi-Dividenden-Depot, wo wir auch bald die 10.000 voll haben, wenn es so weitergeht, und auch die 2.000 Euro Dividende. Das ist deutlich später gestartet, deshalb sind die Zahlen da noch ein bisschen kleiner, trotz Outperformance im MSCI World. An der Stelle dennoch. Trotz alles oder allen Enthusiasmus, auch begründeten Enthusiasmus und der ist Optimismus, den wir haben an der Börse als Aktionäre in Qualitätsaktien, an der Stelle immer ganz wichtig auch, keine Kaufen, keine Verkaufsempfehlung. Es ist dein Geld und deine Rendite und aber auch alles in deiner Verantwortung. So, jetzt will ich aber sagen, geht's los. Wir werfen den Aktienfinder an und ich zeige dir jetzt mal die Aktien. Ich bin gespannt, ob die jemand schon auf dem Schirm hat. Falls ja, kann er das gerne mal in den Kommentar reinschreiben. Vielleicht hat der ein oder andere ja schon im Aktienfinder diese Aktie entdeckt und in seinem Depot dann auch gerne mal als Kommentar hinterlegen. So, und das wäre hier. Wir sind in Japan. Japan, das ist ein interessantes Land für Aktionäre. Auch quellensteuerfreundlich, dividendenfreundlich, das Land der soliden Bilanzen, könnte man auch fast sagen. Ein positiver Nebeneffekt des billigen Geldes über viel Zeit, lange Jahre. Und Unicharm ist im Prinzip die bessere Procter & Gamble. Das heißt, auch die verkaufen beispielsweise Windeln. Was genau die machen, kommen wir noch gleich drauf. Aber man kann es schön vergleichen, auch schon auf dem Geschäftsmodell mit Procter & Gamble. Und wenn ich sage, die bessere Procter & Gamble, dann sieht das folgendermaßen aus bei der Kursentwicklung. Wenn ich mal hier auf 20 Jahre gehe, siehst du hier eine deutliche Outperformance. Man sieht hier, Unicharm hat, das ist die reine Kursentwicklung, 20 Jahreszeitraum 600% zugelegt, während Procter & Gamble sich lediglich verdreifacht hat, im Aktienkurs immer noch nicht schlecht, sage ich mal. Das Geld vermehrt über die Inflation hinaus sicherlich bei 20, aber im Vergleich zu Unicharm deutlich weniger. Total Return mit Dividende holt Procter & Gamble ein bisschen auf, aber nichtsdestotrotz, man sieht Unicharm noch weiter vorne. Wir sehen aber auch schon hier den heftigen Preisabschlag, den die Unicharm-Aktie gerade jetzt erst erfahren hat. Und darauf gehen wir auch gleich ein, denn das könnte eine schöne Kaufchance sein. Unicharm bezahlt auch Dividende bzw. schüttet auch Dividende aus, wie Procter & Gamble, ist auch ein solider Dividendenzahler. Allerdings liegt die Dividendenrendite bei lediglich 1,1%. Das Wachstum fällt allerdings ungefähr, würde ich mal sagen, ja, doppelt bis dreifach so hoch ausgeschätzt wie bei Procter & Gamble. Nämlich hier ungefähr langfristig im Mittel bei 9% im Jahr. So steigt die Dividende. Auch die Kennzahlen hier ohne Fehl und Tadel. Die Stabilität des Gewinns liegt bei 0,95. Der Zuwachs des Gewinns liegt im hohen einstelligen, niedrigen zweistelligen Bereich, ist auch deutlich über dem von Procter & Gamble. Hier ist nochmal die Dividendenrendite und du siehst, die Dividendenrendite ist jetzt stark angestiegen, auch wenn es absolut nur 1,1% sind. In der Vergangenheit lag die Dividendenrendite deutlich unter 1%, bei maximal so 0,75, 0,8%. Und gehen wir mal hier in die Segmente rein, dann berichtet das Unternehmen in zwei Segmenten. Das Procter & Gamble Segment ist im Prinzip Personal Care, würde ich mal sagen, mit den drei Zielgruppen. Alte Menschen, sehr junge Menschen, sprich Säuglinge und Frauen. Es ist im Prinzip fast alles dabei, bis auf Männer in meinem Alter. Und
Ja, alle brauchen Hygieneartikel. Also Babys ist klar, was sie insbesondere brauchen. Es brauchen teilweise auch alte Menschen. Und Frauen haben, sage ich jetzt mal, geschlechtsspezifisch auch noch besondere Bedürfnisse, die Männer nicht haben. Die werden auch versorgt. Und was Unicharm in die Hände spielt, das ist insbesondere bei der Zielgruppe alte Menschen natürlich die Überalterung, ganz klar. Und in Japan zum einen, aber auch in anderen Teilen der Welt, wo die Umsätze erwirtschaftet werden, überall, auch außerhalb Japans, kommen wir auch gleich drauf. Überalterung spielt auch eine Rolle hier bei dem Petcare-Segment. Wir haben ja noch andere interessante Wachstumsaktien im Bereich Haustiere. Da wäre Zoetis oder IDEXX Laboratories zu nennen, die ich auch vor kurzem analysiert habe. Und in den ganzen überalternden Industriegesellschaften ist es ja so, dass die Haustiere im Kommen sind und teilweise auch einen Ersatz bieten. Wir haben ja auch viele Single-Haushalte, auch schon bei jüngeren Menschen, und da sind Haustiere quasi ja, eine Art Ersatzfreund für die zunehmende Vereinsamung, kann man ja schon so sagen, von vielen Menschen, was ein Teil der ja, gesellschaftlichen Entwicklung leider ist. Und Unicharm spielt es aber auch in die Hände. Das Segment ist natürlich, wie man hier sieht, deutlich kleiner, ungefähr 15% vom Umsatz aus. 85% des Umsatzes ist das Procter & Gamble-Geschäft, sage ich jetzt mal. So ein bisschen flapsig. Die Regionen, also wo überall der Umsatz erwirtschaftet wird, Japan selbstverständlich hier mit 34% vom Umsatz, aber in Asien insgesamt dann noch, in anderen asiatischen Ländern deutlich mehr, nämlich 55%, davon 20, nein. Etwas weniger, 46%, davon 11% in China und 35% in anderen asiatischen Ländern. Auch in China haben wir den Trend der Überalterung der Gesellschaft, der noch stärker ist als in Japan, habe ich vor kurzem sogar gelesen. Und wir haben beispielsweise auch Verkäufe nach Indien, wo normale Hygieneartikel, die auch hergestellt werden von Unicharm, zum Beispiel ja, Tücher, Desinfektionstücher oder sowas, auch im Kommen sind. Denn ich habe mir sagen lassen, dass es in Indien noch nicht ganz so hygienisch zugeht, dass man das aber nach und nach auch entdeckt. Da ist auch noch viel Aufholpotenzial. In China ist der Markt extrem hart umkämpft. Und sagt vielleicht noch was dem einen oder anderen Zuschauer, Hengan was. Das war eine Aktie, die ich auch mal so ein bisschen auf dem Schirm gehabt habe, die auch so teilweise Dinge machen, die Unicharm anbietet, sind also auch ein Konkurrent in China. Der Markt ist heiß umkämpft. Und der Markt in China schwächelt momentan auch ein bisschen. Nicht nur für Unicharm, auch für viele andere Unternehmen, wie beispielsweise LVMH. Das ist ein Grund für den Abverkauf, den wir hier jetzt erfahren haben. Ich gehe in Performance reingehen, aber mal Year to Date und dann logarithmisch, damit ich mal hier die ganze Dramatik besser erkennen kann. Und dann hatten wir hier einen Abverkauf von 13% gehabt nach den Zahlen. Und dann hatten wir hier erst 2 Tage später, also nochmal 2 Handelstage später an der Börse, nochmal weitere Kursverluste von 3,3%, was jetzt eben eine Chance sein könnte. Kurz zu den Earnings. Das Geschäft von Unicharm läuft im Prinzip weiter, aber wir haben ja dieses herausfordernde Umfeld von Inflation, also Kostensteigerung auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Verbrauchern, die den Geldbeutel jetzt genauer durchwühlen müssen oder die Gürtel enger schnallen, wie man es auch ausdrücken möchte. Und das ist in verschiedenen Märkten jetzt eben von Unicharm der Fall und es hinterlässt auch Spuren. Nichtsdestotrotz ist der Umsatz gestiegen um 6,5% und der Gewinn ist gestiegen um 3,3%. Es ist also nicht so, dass wir hier einen Gewinneinbruch hätten beispielsweise. Also du siehst das hier schön, denke ich, dass wir mit einem Qualitätsunternehmen es zu tun haben. Sieht auch deutlich besser aus als Procter & Gamble, das ist der bilanzierte Gewinn. Man sieht ja die Dividenden. Wir sehen, dass die Margen hier, operativen Margen, langfristig steigen. Wir haben ja zweimal die Ausbuchtung nach oben, die sich ja normalisiert haben. Wir sehen hier bei der Bilanz, dass, wie sie es für ein japanisches Unternehmen gehört, hier wir schuldenfrei sind. Die liquiden Mittel in Höhe von 223 Millionen japanischen Yen übersteigen die zinstragenden Schuldenhöhe von nicht mal 22 Millionen japanischen Yen bei weitem. Und dann haben wir hier ungewohnt ein bisschen für Japan
zurückgekaufte Aktien, du siehst auch hier, dass die Aktien zurückkaufen. Damit werden ebenfalls die Aktionäre beglückt. Wir haben auch, na gut, nee, das soll erstmal reichen zu den Earnings. Das ist im Prinzip das Wesentliche. Ich denke, da kann man schon auf die Bewertung gehen. Wir haben hier das Multiples Tab. Und hier nehmen wir das KGV, das bilanzierte KGV. Und du siehst hier den Durchschnitt 39, also die Aktien waren teilweise richtig teuer, den 60er KGV ist die gehandelt worden. Momentan haben wir hier ein KGV von knapp 28 und man muss schon sehr weit zurückgehen, hier bis man mal KGVs hatte bei 30 oder knapp drunter, bei eben den besagten 28, die wir genau heute haben. Günstiger ist die Aktie nie geworden. Hier siehst du dann das KGV. Prognostizierte KGV basierend auf dem heutigen Preis, wie schnell es dann noch dank weiter steigender Kurse, prognostiziert steigender Kurse, weiter sinken sollte. Wir sehen also hier rein optisch, dass die 28 im Prinzip günstig sind, hier im 10-Jahres-Mittel deutlich höher und unter 28 relevant ist das KGV eigentlich nie gefallen. Das heißt, ich würde jetzt für die Bewertung auch 28er KGV mal lassen. Gehen wir hier auf den fairen Wert, um die Renditeerwartung zu bestimmen. Und dann haben wir hier, Moment, nicht das 28er KGV lassen, sondern ich würde den Schnitt hier lassen. So, den Schnitt mit 37 meine ich. Und jetzt gucken wir uns mal an, wenn wir den fairen Wert hier anzeigen, basierend auf dem 37er KGV, dann sieht man jetzt hier, dass die Aktie bis zum Kurssturz im Prinzip, bis zur Korrektur mehr oder weniger fair bewertet war. Jetzt haben wir ein bisschen enttäuschende Zahlen gehabt. Vom Markt wurden sie jedenfalls enttäuschend aufgenommen. Der hat sich mehr erwartet. Und jetzt ist die Aktie doch deutlich in die Unterbewertung reingerutscht. Wir sehen ja auch lange Phasen, wo die Aktie relativ teuer war. Wenn ich jetzt mal hier ein bisschen reinzoome und dann mal die Renditeerwartung hier bis Ende 2026, also über gut 2 Jahre mehr anschaue, dann käme man hier auf 84% Renditeerwartung. Das meiste davon wären Kursgewinne und aufs Jahr würde es eine Rendite von 33% bedeuten, was natürlich schon ziemlich heftig ist. Jetzt würde das auch bedeuten, dass wir hier Allzeitkurse haben. Und jetzt kann man natürlich aber auch anfangen, nach unten zu regieren. Also ich habe es jetzt erstmal gelassen bei 37, hatte ich auch ganz am Anfang noch erwähnt. Und wir haben hier Wachstumsraten, prognostizierte Wachstumsraten, die sind ja etwas schwächer von 7% Gewinnwachstum, das laufende Geschäftsjahr. Und dann aber hier wieder im zweistelligen Bereich, also auch hier deutlich dynamischeres Gewinnwachstum als beispielsweise bei Procter und Gamble. Jetzt finde ich die 37 aber immer noch als etwas aggressiv, dass das KGV unter 28 rutscht dauerhaft. Das wäre nur dann der Fall, wenn wir ein dauerhaftes, eine deutliche Gewinnverlangsamung hätten. Ich gehe jetzt aber erstmal nicht davon aus. Und auch hier ist es im Prinzip wieder so, wer davon ausgeht, der müsste entweder deutliches KGV nach unten korrigieren oder für den wird die Aktie einfach nicht interessant. Oder dann vielleicht sagen, oh nee, dann nehme ich lieber Procter & Gamble. Was wir jetzt mal machen ist, wir gehen jetzt ganz krass auf 28 runter, auf das KGV und sagen, dass wir nehmen jetzt nicht den 37er KGV zur Bewertung der Aktie, um den fairen Wert auszurechnen, sondern der faire Wert basiert jetzt gleich auf dem KGV von 28. Und dann gucken wir mal, was für eine Renditeerwartung übrig bleibt. Jetzt gehe ich auf den KGV von 28 und dann hätten wir jetzt hier einen fairen Wert für das Ende 2026 bei 5.400 japanischen Yen ungefähr, also da, wo die Aktie im Prinzip schon war, die war auch schon bei 5.700 japanischen Yen. Jetzt schaue ich mal, was würde denn dann noch für ein Renditepotenzial beibehalten werden. Das wäre dann immer noch 40% bzw. 17% jährlich. Und das ist, wie ich finde, durchaus attraktiv. Insofern finde ich schon, dass man diese Aktie als unbekannte Top-Aktie zum Schnäppchenpreis titulieren darf. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie ist deine Meinung? Welche Aktien würdest du zum Beispiel den Vorzug geben, wenn du in Aktien investierst, Konsumgüterhersteller investieren willst? Würdest du eher in eine Procter & Gamble beispielsweise investieren oder würde dir eine Aktie aus der zweiten Reihe, beispielsweise Unicharm, würde dir diese Aktie eher zusagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant und dann bis zum nächsten Video. Ciao.